Hallo und herzlich willkommen wieder einmal bei uns in der Whisky-Zone mit Holger und Andi. Auch von mir ein herzliches Hallo und heute haben wir einen Pendarren, ja, Portwood Finish auf dem Tisch. Ja, was ganz Neues und so ein bisschen exklusiv sogar. Ja, da kannst du vielleicht noch ein Wort zu sagen. Na, ganz neu ist es nicht. Wir hatten mal einen Pendarren 2014, sorry. Ja, wenn man alt ist wie wir, dann verwechselt man schon die Jahrhunderte. Das verschwimmt alles so. Ja. Damals noch mit 41% Alkohol, auch für einen Preis, der irgendwo um die 40 Euro war. Jetzt hat das Ganze 46% Alkohol, ist streng limitiert und ja, kostet leider um die 60 Euro. Mhm. Ist denn wohl der steigenden Nachfrage nach diesem Produkt geschuldet. Und zum Thema Exklusivität, wir dürfen, glaube ich, 2-3 Monate die Geschichte vorher verkaufen mit 2 anderen Shops zusammen, weil wir auch zur Vorstellung des Produktes eingeladen wurden und dort vor Ort waren. Wer zuerst kommt, verkauft zuerst oder so? Ja, sozusagen. Ja. Da wurden halt, ja, wichtige... Nein, Quatsch, keine Ahnung. Ja, komm. Also es war schön, hat Spaß gemacht. Ja, es war eine Spaßreise. Wir wurden eingeladen und haben eine ganze Menge Pendarren trinken und verkosten dürfen. Und unter anderem auch das Produkt hier, und zwar mit dem Portwood. Da werden die Kunden noch mit... Schnaps eingewickelt. Genau, du steigst aus dem Flieger, kriegst Pendarren, du landest im Hotel, erstmal einen Pendarren trinken, dann weiter zum Fußball, Swansea gegen Southampton, vielen Dank dafür, und natürlich in der Pendarren Lounge mit ganz, ganz viel Pendarren Whisky. So, am Ende darfst du nicht Pendarren verkaufen, sondern musst Pendarren verkaufen. Du musst ihn verkaufen, ja. Genau. Nee. Doch, wirklich, ja, also cool. Wir haben ein Produkt denn vorgestellt bekommen, was halt... ja, wirklich sehr, sehr, sehr rar ist. Daher auch leider ein bisschen preisintensiver. Aber es lohnt sich. Werden wir gleich nochmal feststellen. Ja. Ne? Ich war nicht dabei. Ich konnte nicht. Aber ich kann ja jetzt hier kosten. Genau. Vielleicht kommt ja so in mir dieses Pendarren-Feeling auf. Genau. Benannt ist die Brennerei quasi nach dem Ort, wo sie erbaut wurde. Und zwar in Pendarren, einem kleinen Dorf. Oh ja, sehr schöne Portnoten. Also richtig schön. In einem kleinen Dorf in der Nähe von Swansea. Man landet, glaube ich, wenn man da hinfliegt, landet man in Bristol und fährt, glaube ich, noch anderthalb Stunden durch das walisische Land. Schlafen wir auch in Swansea. Und dann, glaube ich, 20 Kilometer oder knapp eine halbe Stunde weg war nochmal die Brennerei zu finden. Das ganz, ganz schnuggelig und ganz, ganz privat in eigener Hand immer noch. Ja, mit ganz private kleinen, Hand, keine große Firma, die hinter steckt. Kleine Bude mit ganz kleinen Ausbringungsmengen. Ja. Und aber sie planen, was noch nicht ganz raus ist, aber noch ein bisschen geheim quasi, sie planen noch eine zweite Brennerei zu bauen in Swansea selber, in der größeren Stadt quasi. Mhm. Ja. Naja, muss ich auch. Ob des guten Erfolges. Oh. Ich weiß gar nicht, habt ihr das gesehen, wenn man das hier einschüttet? So, anhand der Flasche kann man es vielleicht nicht so erkennen, aber die Farbe ist, es kippt sich wie so ein Rosé. Ich glaube, das kann man... Das war schon immer so bei Pendarren. Also gerade bei Madeira sieht man das, dass der hat so eine Rosé. Ich kann das gar nicht sehen, aber es liegt am Licht hier, dass irgendwie... Ja doch, der Madeira hat so eine Rosé-Färbung und der Port auf jeden Fall auch. Das ist die Lagerung selber, ja. Nicht gefärbt? Nicht gefärbt, nicht kühlgefiltert, 46%. Aus einer ganz besonderen Brennblase, so eine faradäische Brennblase mit einem kontinuierlichen Brennverfahren und einer Ausbringungsalkoholstärke von um die 91%. Also sehr, 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 sehr hoch und dadurch verdammt wenig Fuselstoffe, sehr rein, sehr, sehr leicht auch eigentlich, weil halt, wie gesagt, schwere Noten nicht mehr drin sind, zu finden sind. Hat auch seine Nachteile eigentlich. Hat die Nachteile, weil Geschmacksnoten gehen natürlich auch verloren. Mhm. Die Fässer, die aber genutzt werden, machen das Ganze natürlich wieder weg. Ja. Die sind nämlich sehr gut ausgewählt. Faradäische Brennblase, ja. Mhm. So bei Gewitter... Bist du denn letztlich in die Brennblase? Ja. Aber dann haben sie doch noch 2 Potstills hingebaut, also 2 schottische Brennblasen hingestellt. Und auf die Rückfrage, warum denn das gemacht wurde, gab es dann leider keine Antwort mehr. Ja, oder es wurde eine umschweifende Aussage getätigt, die ich auch schon wieder vergessen habe. Naja, morgens Pendarren, mittags Pendarren, ja, genau. Abends Pendarren. Also wenn man so erfolgreich mit der einen Brennblase brennt, warum wechselt man eventuell doch die nächsten Produktionsschritte auf die andere Brennblase, auf die herkömmliche Brennblase? Ja? Wird die alte abgeschafft oder was? Läuft wohl parallel. Ja, gut, dann vielleicht einfach um das Sortiment ein bisschen die wollten das dann auch mixen nachher, also ein bisschen verworren nachher die ganze Geschichte. Das ist natürlich interessant, ja, wenn sie anfangen das zu mixen, geil. Dann, ich weiß nicht, je nachdem, ob man das dann weiß, ne?
hat man natürlich hier was Besonderes. Es ist, bei das der ist noch genau, ist die, genau. Alte, die alte Variante. Die alten Geschichten, ne? Mit der alten Brennblase. Und wenn sie jetzt anfangen, mit einer neuen klassischen Schotten-Potsch-Sils, ja, anzufangen, ja, so, muss man halt gucken, mal vergleichen, vielleicht eine alte Flasche aufheben, ob es dann wirklich so einen Unterschied macht. Also wir hatten den einen Eindruck, den ich nie vergessen werde, ist halt dieser, dass man einmal aus der herkömmlichen Brennblase von Penryn, also diese Faradayische, und dann aus der schottischen Brennblase mal die New Makes vergleichen konnte. Man hat sofort gemerkt bei dem schottischen Produkt, denn dass man halt mehr, mehr Brennereicharakter da hat einfach. Mhm. Dadurch, dass halt mehr Schwebstoffe und Geschmacksstoffe noch drin sind, man hat es einfach stärker da. Mhm. Ja. Okay. Also man hätte mir hat es eigentlich besser gefallen mit dieser schottischen Variante. Mhm. Ja. Trotzdem hast du hier enorme Fruchtnoten, oder? Das ist total krass. Das ist Wahnsinn. Ja, wie gesagt, ich habe so ein Lieblingswort, das heißt Fassmanagement. Du musst natürlich geile, wenn du 91% Alkohol hast am Ende nach dem Brennen, da brauchst du natürlich geile Fässer. Ja? Das ist wirklich, also die Fässer sind immer wieder richtig gut. Bin so ein heimlicher Penryn-Fan, wo wir damals in Schottland schon waren, da haben wir doch mal so Kneipentour gemacht. Was hole ich mir? Ich hole mir einen Penryn Madeira geholt. Bei unserer Proberunde, wo jeder sich was bestellen konnte, was er wollte. Das ist ja der Klassiker, oder? Genau. Ja. Und ich mag diese Fruchtnoten einfach. Die sind super, sowas von präsent, ja. Das ist hier, also wenn wir mal zum Aroma kommen, ist ja nicht so, dass man jetzt bei der Blindverkostung jetzt hier unbedingt Wein rausschnuppert oder so. Das ist so das Typische, wo hat man das noch? Wieder so Erdbeeren aus der Dose oder so. Oder. Das ist die Port-Variante, ja. Ja. Du hast schon Traubennoten mit drin. Also hast du wirklich auf jeden Fall. Teilweise gibt man noch Brombeeren mit an, finde ich fast zu dunkel. Also Erdbeeren trifft das ganz gut, ja. Sehr frisch. Wirklich sehr frisch. Nicht jung, sondern frisch. Was man denn nicht findet, ist halt Eichennoten, die sind eher zart. Auch die typischen Noten aus dem Bourbonfass, das ist auch eher im Hintergrund, also so Vanille-Karamell-Noten. Alles im Hintergrund, eher eine, Frucht. Ja, das ist so diese eine Note, die wirklich ganz doll sticht. Genau. Und dahinter verbirgt sich so ein... Na doch, da kommt so ein bisschen Vanille durch. Ja, in so ein klein wenig. Aber keine, nie Eiche. Nie irgendwann mal. Und noch was, bei Penryn wird nicht entschieden, wann der Whisky nun das bestimmte Alter erreicht hat, sondern er wird probiert und dann abgefüllt, wenn er für reif gehalten wird. Ja. Ne? Also es geht nicht darum, er ist jetzt 3 Jahre und wupp, sondern da geht es darum, ey, jetzt schmeckt er gut und dann wird er abgefüllt. Mhm. Ne? Natürlich auch eine Variante. Kann nicht jeder so machen. Manche Leute haben mehr Druck, aber da wird es halt so gemacht. Okay. Und zwei Mädels machen da die Auswahl. Zwei Mädchen? Zwei Mädels, ja. Ein Mädchen-Whisky? Vielleicht. Nein, Quatsch. Nein. Ein Whisky von Mädchen für Jungs. Wir dürfen nicht in die Ecke gedrängt werden. Nein. Prost. Von Mädchen für Jungs. Prost. Und dann kommt es nämlich, ja. Du riechst Frucht. Und dann hat er aber eine schöne, trockene Note. Der hat einen würzigen, pfeffrigen Antritt. Mit weniger Süße als erwartet. Ja. Und dann eine schöne, trockene, Eichennote im Hintergrund. Und Gewürze. 46%? Ja. Merkt man auch. Also, aber die sind gut. Das ist okay. Das ist gut angelegt. Das passt genau gut rein, ja. Da ist mir da mal so ein bisschen die Mimose, was Alkohol angeht. Aber die sind echt gut. Okay. Also nach dem trockenen Antritt kommt erstmal dann, wie gesagt, diese Gewürznote. Zeigt auch ein bisschen Honig. Also die Süße ist nur so spürbar ein bisschen am Rand der Zunge. Und wieder Frucht. Frucht. Beim zweiten Schluck wird er wesentlich süßer. Ja, genau. Dann hast du dich an diese Trockenheit gewöhnt am Anfang und dann hast du halt mehr öffnende Frucht und Süße. Nee, also wirklich, ich stehe auf diese Brennerei. Ich mag das Produkt, was sie da auf den Markt bringen. Und ich kann auch schon verstehen, dass die Nachfrage danach gegeben ist. Jetzt schmeckt er, Entschuldigung, ja. Jetzt schmeckt er besser, als er riecht plötzlich. Also da... Mich aber, wenn ich dich davon überzeugen kann. Nein, das ist gut. Also ich gebe jetzt zu, wann hatte ich denn schon mal einen Penryn auf dem Tisch? Habe ich jemals einen Penryn getrunken? Mir kostet
Einmal mitprobiert in Edinburgh, wo wir da waren. Das kann durchaus sein. Aber ja, das hast du schon wieder vergessen. Ja, mit Sicherheit, ja. Nur noch der Vollständigkeit halber, ich denke vom Abgang aber her doch eher mittellang, nicht ganz so lang. Schön fruchtig und ein bisschen trocken. Passt aber genau ins Bild, was dieser Whisky auch erreichen will. Das passt einfach da rein. Er möchte nicht lange bleiben, er möchte gerne durch fruchtige... Er möchte getrunken werden. Ja, durch fruchtige und würzige Noten halt überzeugen. Ja. Nein, man kann ja immer wieder, man hatte hier das Bedürfnis, immer wieder einen kleinen Schwuck nachzulegen, um so diesen Geschmackspegel zu halten. Genau. Keinen großen, kleinen. Ja, bloß 0,2 mal, bloß 0,2 rein, aber jetzt habe ich schon dreimal von genippt. Genau. Das ist auch gut so. Wer den probiert und denkt so, ich bräuchte echt ein bisschen die süßere Variante davon, auf jeden Fall mal den Madeira probieren. Die sind alle beide gut und ja, kann man nur so stehen lassen. Aber der ist nicht unsüß, ja? Nein, es kommt, genau, aber ein bisschen versteckter. Ein bisschen mehr Würze, ein bisschen mehr Port, ein bisschen mehr Power. Ne? Ey, ja, cool. Ist gut, ne? Nicht schlecht, also dann trinken wir noch aus jetzt hier, oder? Genau. Das war unser letztes Video heute, also ganz in Ruhe. Ja, also, reicht's aber auch. Andi, ich überzeugt euch hoffentlich auch. Probiert's mal selber aus und bis zum nächsten Mal. Bis dann.